verdient so verloren. Die Spielanteile waren besser bei Roland. Höher fand ich nicht, also es ist so, Ergebnis vollkommen okay. Roland stand sehr kompakt hinten, hat uns wenig Chancen zugelassen. Wir wollten eigentlich über die Mitte auf die Außen kommen. Das hat überhaupt nicht geklappt. Dann haben wir immer sehr schnell umgeschaltet, brandgefährliche Konter gemacht. Und von daher war der Sieg auch voll und ganz verdient. Wir sind gut in die Woche gestartet mit einem 3-0-Sieg gegen Komet Blankenese. Die Trainingswoche war intensiv und hart. Die Jungs waren noch heiß, haben auch gut mitgezogen. Die wollten den Sieg von Anfang an. Das habe ich auch in deren Augen gesehen, schon in der Woche und auch heute Morgen. Dementsprechend sind wir auch gut gestartet in das Spiel. Waren dann allerdings zu passiv, kam auch folglich das 1-1. Danach haben wir die Initiative wieder übernommen, ein paar Wechsel vorgenommen, mehr Dynamik in das Spiel gebracht. Hatten wir auch 4-5 Hochkaräter, die müssen wir auch früher nutzen. Ne? Wir haben sehr gute Offensivkräfte, wir kombinieren nach vorne sehr gut. Wir haben einen Zehner, der sehr gute Pässe spielen kann. Die Chancenverwertung war heute meiner Meinung nach nicht so gut. Daran müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Aber letztendlich hat es auch gereicht. Ein-, zweimal wurde es dann also auch gefährlich durch Standards von Cosmos Wedel. Aber das haben wir auch cool runtergebracht. Meine einzige Kritik an meine Jungs ist, dass wir schon viel früher den Deckel zumachen müssten. Allerdings bin ich stolz auf jeden Einzelnen, auch auf jeden Einzelnen, der draußen war. Bedanke mich bei den Fans, bedanke mich bei Elbkick und freue mich aufs nächste Mal.